So, Moritz braucht noch zwei Butt Grips. Da müssen wir jetzt den ganzen Wagen für ausladen. Heute Mittag geht es endlich los. Suron-Akku, der Wagen ist schon gut bepackt. Ich habe jetzt alles dabei. Suron hinten dran. Guck mal, Beule, alles raus. Der Wagen. Moritz, bedienst du einmal, dann lade ich dir das aus. Hier ist Christian, der Ehrenmann. Schönen guten Morgen. Du befindest dich gerade im Pükers Crazy Vlog. Da nehmen wir doch gerne dran teil. Das ist doch schön, da freut mich. Dann nimmt er teil. Ja, ihr seht schon, hier bei mir ist wieder brechend voll. Ich gehe mal einmal. Aber ich muss weg. Das muss jetzt irgendwer anders übernehmen hier. Da sitzen sie alle. Winkt mal! Guck mal, die winken sogar alle. Ja, ich will hier nur noch weg. Ich fange jetzt erstmal im Norden an. Ich werde jetzt erstmal in der Ardennen fahren. Direkt hinter Belgien. Eigentlich wollte ich noch am Zentrallager vorbeifahren bei uns. Also bei Fox International. Die haben aber geschlossen heute. Dann werde ich heute Abend schon mal ein bisschen füttern. Guck mal, Simones Reisetasche. Und morgen früh, weil ich angel in der Tagzone. Ich bin ja nicht ganz vor den Schrank gelaufen. Morgen geht's dann los. So. Unser erstes Etappenziel ist erreicht. Wir sind gestern keine 6 Stunden gefahren. Was heißt wir? Meine Frau ist gefahren. Und wirklich formidable. Beat ist jetzt den ganzen Abend gestern mit der Suron schon hier rumgefahren. Ich habe gefüttert, hat sie... Oh, drillt der da unten jetzt? Mein Sohn, ah, der hat eine Spinnrute in der Hand. Da hinten ist Beat. Der ist gestern Abend in der Zeit, wo ich gefüttert habe, hier die ganze Zeit rumgecruist, hat die Gegend erkundet. Hier hinten ist so ein Kletterpark, das ist so eine Sportschule da. Da sieht man das da ganz oben, diesen Kletterpark, da wollen wir vielleicht morgen mal rein. Heute ist ein bisschen drückend, es soll auch noch ein Gewitter geben. Vielleicht ist das ganz gut zum Angeln, dass wir hier mal einen schnellen Biss kriegen. Ich habe allerdings, und das ist jetzt nicht hier in diesem Vlog, das habe ich in dem Story Day mit drin gehabt, heute Morgen richtig Theater gehabt. Also gestern ca. 10 Kilo Fleischbanane gefüttert. Ich kann ja mal einmal hier schnell runtergehen, obwohl ich habe hier noch eine Route liegen. Der Beach ist jetzt am Spinnangeln. Und er sagt, mach dir selber eine fertig. Und jetzt habe ich hier noch eine mit so einer kleinen EOS Fox Rolle. So eine ganz kurze 6 Fuß und da war Snack drauf. Die nehme ich jetzt schon mal mit runter. Na gut. Das soll ja alles real sein hier in diesem Vlog. Von daher. Da geht man hier so über die Straße, da unten haben wir unseren Schirm stehen, jetzt sieht man schon. Und dann habe ich gestern richtig gefüttert und bin heute Morgen nicht hochgekommen, weil ich echt auch urlaubsreif war, habe ich auch schon erwähnt. Es war wirklich an der Zeit, mal einmal auszuschlafen. Habe trotzdem nicht wirklich ausgeratzt, also nicht komplett, weil ich dann um 8:30 hochgeschreckt bin, habe alle Routen gelegt und dann hatten wir ein Motorboot. Alle 4, erst ist mir ein Hund in die Schnüre geschwommen, dadurch sind die Swinger dann runtergefallen. Dann ist die Schnur aufgebulgt, der Snack, und dann ist mir hier vorne ein Motorboot direkt durch alle 4 Routen gehackt. Da war ich schon bedient. Ein großer. Wie, jetzt hast du aufgegeben, jetzt hole ich mir extra eine Route. Jetzt hat er aufgegeben. Ist verheddert, du. Ja, verheddert, du. Ja, hier ist richtig was los. Eigentlich sind die Fische oft hier. Letztes Jahr waren sie hier. Hier ist Tagzone. Da drüben ist meiner Meinung nach einer der besten Plätze in der Nachtangelzone. Die Spitze. Dann ist da auf der anderen Seite noch irgendwo ein Platz. Da unten ist die Staumauer. Allerdings ist die Staumauer hier nicht tief, sondern da sind so fette Bäume, so Wurzeln drin. So ein bisschen wie am Duder. Und da ist recht flach. Ja, und dann ist das gar kein kleines Gewässer, das geht hier ganz hoch. Und wir angeln hier sehr kurz vor den Füßen. Und dadurch, dass der mir die 4 Routen eingesammelt hat, liebe Leute, ist es natürlich so, ich habe gestern schon sehr verteilt hier diese 10, 12 Kilo Fleischbanane gefüttert. Dann hatte ich mir 4 große Plätze heute gemacht, weil ich dachte, wenn, habe die alle mit schwerelosen Hakenködern geangelt in 28, 30 mm. Gedacht, wenn, dann was Dickes. Die wurden alle eingesammelt, dann habe ich noch mehr Futter eingesetzt, habe wieder neue Plätze, was heißt noch mehr, also wieder selber ein Futter eingesetzt, mir wieder Plätze, und da ich hier keine Marker gesetzt habe, liegen die dann immer ein bisschen woanders. Also hier in diesem Bereich vorne liegt überall Futter, es hat sich auch noch nichts gerollt. Ich hoffe, dass ich hier heute Abend was sehe, dass hier was springt. Das war jetzt mal ein kurzer Lagebericht und dann geht es hier, das ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil aus diesem Vlog. Es wird verschiedene Etappen geben, dann geht es weiter Richtung Süden, morgen oder übermorgen schon. Wobei ich glaube, Beat hat eben schon gesagt, er könnte auch morgen noch den ganzen Tag hier bleiben. Der hat so viel vor und morgen soll es auch warm werden.
Wir gucken mal. Erstmal müssen wir jetzt einen fangen, weil die Mission ist immer entweder Beat oder ich. Wir machen noch eine kleine Competition. Einer muss einen fangen. Und wenn wir dann einen haben, dann können wir weiter zum nächsten Gewässer. Was? Ja, das stimmt. Für mich ist er Beat, darf in Frankreich mit einer Rute angeln. Er hat sich auch selber seinen... Du heißt doch gar nicht mehr Beat. Wie heißt du jetzt? Beat. Bird hat sie. Ach so, ja. Auf meine Angelkarte. Ja, sie hat Barbara heißt die, hier in so einer Touristikinformation hat Bird bei ihm drauf geschrieben. Beat heißt auf Französisch auch Schwanz. Ja. Deswegen hat die extra Bird geschrieben. Das ist mein Aufbau. Und jetzt kommt sie und das ist für mich. Ihm reicht das. Er hat gesagt, ich angel immer abseits vom Futterplatz. Jetzt kommt wieder seine Prognose. Ich sage, 15:30 ist es. Ich sage, ich brauche noch ungefähr maximal eine Dreiviertelstunde. Er hat hier Töller. Ja, ich fange sofort einen Barsch. Und dann steht die Route da. Ich bin gerade. Ich sag, warum steht die Route da? Ja, Töller, ne? Und das war's jetzt. Und jetzt kann, wer kann das wieder? Der alte Fischer kann jetzt wieder hier das entheddern. So, 1-0 für mich. Ich habe den ersten Barsch. Der kommt jetzt aber auch wieder rein, hier der Kleine. Aber Beat wollte mir ja nicht glauben. Ich habe gesagt, Papa fängt gleich ein. Zack, weg ist er. So, Powerbank habe ich. Mutti ist am Schlafen. Ich bin immer so zurück zum Indianer. Ne? Was sagst du, wann weißt du erst an? Ach, filmst du? Ja, das kann ich dir genau sagen. Heute Abend um 8:45. Ich sage, mein läuft der Kuchen. Kannst du die mal gerade halten, dass das nicht so ein verwackelter Vlog wird? Ich halte die gerade. Ja, jetzt ja. In 5 Minuten weiß ich meine Hand. Ja, ist so. Brauchst du gleich wenn die in 5 Minuten bei dir eine aufhängt, dann fress ich hier im Besen. Ich meine, die Route liegt gut. Und sie liegt sogar besser wie meine, sage ich, weil Beat angelt auf Tigernüsse und kleinen Maracujanern und ich glaube 5-6 großen 24 mm nasse Anna und hat wenig Futter abseits von meinem Futterplatz und ich habe halt einfach alles auf eine Karte gesetzt. Boah, ich bin doch voll im Arsch. Das war nicht so der, er ist all in gegangen. Ich bin all in gegangen. Das war nicht der Play, glaube ich. Wir müssen erstmal ankommen. Oh, jetzt, ich fahre so hinten langsam runter. Heute Nacht nochmal gut schlafen, Leute, und morgen wird das hier richtig gut. Ich angel mich jetzt hier ein. Mach aus, der Vlog geht ewig. Das wird ein 5-Stunden-Vlog. Ja, freu dich, die Leute, Mann. Ja, ich freue mich. Wir fangen gleich ein. Sag ich. Vielleicht bleibt die Matte aber auch trocken. Ja, ich dein. Sag das nicht. Man muss confident sein. Hör auf, er will die abschleppen. Mann, hör auf! Die Kinder denken, er will die entführen. Der dicke Indianer kommt. Oh. Wie kann man denn hier zoomen? Kriegt Adi bestimmt doch später hin, oder? Jetzt kriegt er Ärger. Jetzt kriegt er Ärger. Ich angel die ganze Zeit hier vorne auf Barsch, weil hier mal irgendwas springt. Aber das sind Weißfische, sag ich. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen zu... Oh, jetzt habe ich aber was Schönes. Hier innen rein. Grundfutter von Adi. Wollte ich jetzt füttern, habe ich ein bisschen viel Wasser reingemacht. Naja, fütter ich hier für die Weißen an. Oh, das stinkt aber auch nach innen rein. Boah, hier kommt eine Fahne raus. So, jetzt hier wimmelt es, das ist wie mit Piranhas, Leute. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen stippen. Wollen wir einen Contest machen, wer mehr fängt? Ich zieh mich eh ab. Kannst du ausmachen, ich mach die Stippe fertig. Auch nicht unbedingt. Er ist ein fauler Kameramann, wollen wir es mal so sagen. Ich stehe jetzt extra auf für dich. Danke. So, hier. Die gibt es in Frankreich so zu kaufen. Habe ich immer gerne dabei, vor allem wenn wir mit den Kiddies losziehen. Oh, der Haken ist aber zu groß.
Dann kann man die einfach so abwickeln. Ja, super. Aber guck mal, was da für ein Haken drauf ist. Da müssen wir einen ganz kleinen drauf machen. Das wird nichts. Ja, los, dann machen wir jemanden anderen drauf. Erste Biss. So, erster Rang gerade. Erster Rang im Sommer. Gerade angefangen zu essen. Ich hab noch gar nicht abgebissen. Ich schon. War lecker. Geiler Rand. Schade, dass mein Rand nicht gefällt. Oh Leute, ich bin echt zu alt für diesen Scheiß. Das, was für ein Kampf, was für ein ultra harter Kämpfer und was für ein Fisch. Der Plan ist aufgefangen. Der Plan ist aufgefangen. Genau, wir können jetzt hier abhauen. Wir haben eben schon gesagt im Crazy Vlog, wir wollen wenigstens einen Fisch fangen, der sich lohnt. Ich habe unheimlich viel Fleischbanane eingesetzt, hier richtig viel. Meiner Meinung nach zu viel, habe ich heute schon gedacht, weil hier überall Futter lag. Ich habe jetzt einen Biss gekriegt in ja, genau 12 Stunden Angeln. Der ist jetzt gerade rausgerannt. Fisch hat mich 20 Minuten hier rübergezogen. Ich habe Burger gemacht. Ich hätte gerne meinen Burger gegessen, aber das esse ich noch viel lieber. Mein Burger esse ich gleich kalt. Was für ein unglaublicher Karpfen. Ich heb den da jetzt mal. Kannst du vielleicht einmal, das kann ruhig ein bisschen verwackelt sein, so ein Ding dann nass machen da, nur den oberen Sling, den wirfst du einmal so aus Wasser. Einfach anlassen. Alter, das ist das schon. Und das hatte ich zu Adi heute gesagt. Ich sag, Adi, ich habe so viel Futter eingesetzt und nur 24 mm. Genau, dass der schön nass ist. Und jetzt nimmst du einmal die Rute, Schatz. Da kannst du die Kamera auch schon so stehen lassen. Der hat so gekämpft. Und das passiert, Leute, jetzt noch mal für euch, wenn man viel Futter einsetzt. Oh, das ist er schon. Der Big Ball hängt ihm vorne aus dem Maul, den zeige ich euch jetzt. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, und so hatte ich mir den. Ich habe ja so ein bisschen davon geträumt und habe zu Ali heute noch gesagt, ich sage, ey, vielleicht wird das ja so ein Trip, wo auch nur große fallen, weil das erste Mal, dass ich wirklich nur große Köder oder fast nur große Köder mit habe. Okay, kannst du ausmachen, Schatz. Wie ihr das meint, ich guckt euch das an. Den machen wir jetzt raus. Das ist ein 50er, definitiv. Geil. Aufgeladen, war nämlich leer, als wir auf dieser Hüpfung waren. Es hat ihr gestürmt. Das war richtig krass. Also wir hatten ja diese Markise da, die Markise von unserem Auto, und die mussten wir die ganze Zeit festhalten, weil die wäre uns sonst abgeflogen. Das war krass. Also jetzt geht's wieder, das hat sich wieder beruhigt, und jetzt natürlich richtig gute Fangzeit. Die Stille nach dem Gewitter ist es jetzt. Vor dem Gewitter und nach dem Gewitter fangen. Ist immer gute Fangzeit. Dann ist diese Hüftburg, die war gerade eben, weil es so windig war, fast richtig, also war richtig unter Wasser. Hast du erzählt, was für ein Unwetter hier war? Ja, habe ich erzählt.
ja, ich weiß gar nicht mehr, Pykas Crazy Vlog, es fehlt viel, weil die Ereignisse haben sich komplett überschlagen. Der große Fuffi, ist der drauf? Ja. Der ganz große? Welcher? Von gestern? Der von gestern ist ja, drauf, glaube ich. Der ist drauf, aber den, den wir eben gefangen haben, nicht. Ne. Und die Zeile nicht. Und der 20 Kilo auch nicht. Crazy! Ja, das liegt aber auch an all die schwerelosen Hakenködern. Geh dein Handy. Ja, danke. So, jetzt kommt Beatsroute hier drauf, die kurze. Mit einer Foxrolle, mit einer EOS. Das ist jetzt eine Nash-Route, die hat Beat von Alan Blair geschenkt gekriegt. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass der hier damit angelt. Ich angel die nicht. Guck mal, oh, wie süß. Guck mal, wie kurz sie ist. Hier, das wird er jetzt. Alan, wenn du das jemals siehst hier. Aber Alan guckt sich wahrscheinlich eh alles an, was wir machen. Hier, da rennt jetzt der Überfisch ab. Geil, oder? Das ist doch mal ein Aufbau. Leute, Pykas Crazy Vlog. Oh, der läuft immer noch. Kann Alan Deutsch? Alan spricht 10 Sprachen, glaube ich. Alter. Schlauer Mann. Ja, klar. Klar, schlauer Mann, wenn er mir eine Route schenkt. Ja, so. Danke nochmal, das ne? Das ist auch schlau. Die ist fängig, sage ich. Die ist top. So, Leute. Ich habe jetzt die Lampen auch an. Ich glaube, das darf ich auch mal. Ich habe mir so leicht den Helm lackiert. Habe da oben jetzt Pizza bestellt. Da ist Public Viewing. Frankreich führt jetzt 1-0 gegen Spanien. Hier ist niemand mehr. Wir sind hier ganz alleine. Wir gucken jetzt oben im Auto auch Fußball. Da haben wir die Funke. Ich werde heute Nacht hier schlafen. Die Routen drehe ich wie gestern auch um 10 Uhr raus. Es ist jetzt kurz nach 9. Einen fange ich noch. Oder ich hoffe, Beat fängt den noch. Da ist ein Camp, die blenken. Da ist ein Camp. Da war ein Camp, die haben abgebaut. Warum auch immer. Guckt euch mal an, wie schön das jetzt ist hier. Und da hinten dieser Nebel. Geil. Ja, hier sind sie rausgerannt. Und Beat hat, wie gesagt, jetzt die ganz linke Route da hinten. Und die hier, mal gucken. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, umso älter wie ich werde. Ich habe jetzt 2 hohe 50er gefangen. Die Zeile. Dann Fressecke nenne ich ihn ja eben gerade. Diese graue Maus. Also alles alte Fische. Ich habe nicht eine Gurke dabei gehabt. Ich habe eine Brasse gefangen, die hatte diesen Big Ball, diesen schwerelosen von Adi. Also ich habe nur Fleischbanane gefüttert, auch da waren so ein ganz paar Innereien bei und Walfutter, aber wirklich nur eine Hand, weil ich wieder noch so ein, weiß ich nicht, ein halbes Kilo unten in diesem Aquas Bag hatte und habe die da einfach drauf geschüttet. Aber am Ende habe ich nur 24 mm gefüttert. Guck mal, da hinten sieht man noch, da ja, sieht man glaube ich nicht, da ist auch noch ein Camp. Ja. Es ist unglaublich. Ich werde heute nicht mehr filmen, egal was hier beißt. Jetzt kommt er mit der Suhr. Ey, dann setz auch einen Helm auf. Er kann auch fahren. Ja, fahr dann mal hoch. Kommst du mit? Einer muss ja hier bleiben, weil wenn hier jetzt wieder einer rausrennt, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Hä? Ja, aber fahr da einmal hoch und dann kommst du wieder. Wir gucken im Auto. Guck dir das mal einmal an. Aber ich habe Pizza bestellt, ne? So, ich sag gerade Beat, wir müssen unbedingt im Vlog, weil das vergisst man dann. Wir machen nebenbei Stories für Fox und natürlich auch für Fischfutter und für meinen Kanal, aber es soll ja Urlaub bleiben. Und sobald uns das hier auf den Sack geht mit der Filmerei, lassen wir es einfach sein. Dann bleibt es wenigstens auch authentisch. So, hier, das ist alles nass gewesen, das war wirklich krass. Beat, was hast du gestern Abend gekriegt? Voll ran, Alter. Und dann der Fisch, dann sind wir da auf diesen Steg gelaufen, Leute. Und dann hat der Kette gemacht. Ich sag, war ein richtig großer Wels. Hat er sich irgendwo fest... Ja, 2 Meter wird der gehabt. Ein 3 Meter Wels. Dann würdest du, musste Stefan Solz mal erzählen. Ja, so groß werden die gar nicht. Ja gut, der hat einen 3 Meter Wels verloren. So, ich baue das jetzt ab. Boot steht da schon. Das ist übrigens noch geil, Leute. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Dass ich das mal nutze hier. Das war aufgeklappt und dann gucke ich so, ich denke, da ist der Strom drauf. Da lade ich jetzt nochmal alles, obwohl die Rigby noch fast voll war. Die Sucher natürlich wieder, er ist eben auch nochmal geheizt. Deswegen sieht er auch so aus. So, warte, ich gebe dir jetzt die Sachen. Wir hauen hier ab, ein Fisch ist da noch im Sling. Da trocknet alles. 2 50er, ein hohen 50er, eine Zeile. Und 2 wunderschöne Altfische, die nicht größer wie 15, 16 Kilo abgewachsen sind, wenn überhaupt. Aber es waren alles alte Fische. Ich sage, ich habe eine Schule ja, von den
von den älteren Seebewohnern drauf gehabt. Die letzten Sommer hatte ich immer viele kleine Schuppis dabei und sowas und auch nie einen großen gefangen. Diesmal hat es geklappt. Du musst auch dich filmen, wenn du redest. Ich will noch nicht. Oh Mann, heute Morgen, Junge. Na los, wir packen einfach nach Dijon. Genau, ich bin noch gar nicht richtig. Ab nach Dijon, dann schon.